cannot get enough of Erica's thighs. So, Johnny? If you two hadn't met at the reunion, you wouldn't be going out right now. Life's all about timing, huh? Planning out your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. Hm. Ich muss wissen, wo die Reise hingeht. Oh, was stimmt? Life is full of things we can't change. Ich dachte, ich muss wissen, wo die Reise hingeht. Ist jetzt so. I'm just a stray sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice. He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Ja, da habe ich jetzt eine falsche Entscheidung, aber keine Sorge, das können wir wieder. Ich bin echt ein bisschen bräsig, was sowas hier angeht. Okay, Johnny. Still, you're a better man than me. Johnny? Better? Or just more appealing to be around? Ach, meine Haare. Because he's less heute. Of an asshole than you. What? I am not. Ah, so, you're a bigger asshole. Ach, Orlando, warum hast du das denn? Ja, da muss ich noch ganz kurz sagen. Ja. Catherine heißt die blonde Dame und wird mit C geschrieben. Welch lustiger Zufall. Und sie haben eben wohl irgendetwas gemacht. Irgendetwas sehr, sehr Ferkeliges. Und das Monster war ein Arsch mit Zunge. Was haben die denn gemacht? Nutella-Croissant oder was? Keine Ahnung, das ist ein bisschen... Da habe ich gerade so überlegt, so... Oh mein Gott, das hast du beim ersten Mal ja gar nicht gecheckt, ne? Also ich kann mich an den Hintern sowieso gar nicht erinnern, also an dieses Arschmonster. Und wenn ich jetzt das so in Zusammenhang... Ist irgendwie ganz schräg, okay. Orlando, bitte rette diese unangenehme Situation einmal. To have been together a while. It's about time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said... She wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? Ich weiß aber, oder Moment mal, du wirst das Richtige tun. Oder? Ah, gut. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? I go back home and drink some strawberry milk. Come on, why you gotta go there? Oh man, ärgert den Tobi noch nicht. Well, milk goes with everything. You know, I take it back, Tobi, my boy. I'm a man, come on. I'm a man, come on. Let's see if the bathroom's open. You got mail. Was so passiert, wenn wir jetzt einfach auf Toilette gehen? He doesn't talk about his girlfriend, kommt ja wieder. He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kind of assumed that he was the same way in private. In school, he never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Tobi. Ah, oh, come on, that's not fair. Der Tobi. So, wir haben eine SMS bekommen und ich wackel hier total rum mit dem Tisch. Catherine. Unsere Catherine. Oh Gott, ich muss die irgendwie unterscheiden. Wir haben also einmal... KNC. Nein, unsere Catherine. Wenn ihr vielleicht irgendwie einen Namen habt, den ich den beiden... ich weiß ja, dass... damals jemand, den ich kannte, ein Amerikaner, ich weiß gar nicht, ob der noch Let's Plays macht, der hat auch Catherine gespielt, da hatte ich mal reingeguckt. Und er hat die Catherine mit C, ne, der hat die immer Kiki Catherine genannt, aber ne. Die Katharines. Bist du immer noch im streunenden Schaf? Bist du da zurzeit nicht jede Nacht? Ich dachte, du hättest heute einen nervösen Magen. Warum trinkst du schon wieder? Bitte pass auf dich auf. Du lebst nicht mehr nur für dich. Das ist ein bisschen wie eine Drohung, aber sie macht sich halt doch Sorgen um ihn. Sorry. Nein, lügen werden wir nicht. Sorry, aber es ist auch wichtig, dass ich meine Freunde sehe. Kannst du auch ohne trinken? Kann ich mich nicht mal mit meinen Freunden... Kann ich mich nicht mal mit meinen Freunden treffen? Ich bin 5 Jahre alt. Aber es ist wichtig, dass ich meine...
Na okay, dann muss ich das erste nehmen. Hör auf, immer das Schlimmste von mir zu denken. Warum, was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, okay, wir nehmen das zweite. Ja, ich bin hier vor die Schleimhaut. Nein, ich, die hat ja auch genug Probleme jetzt. Das heißt Probleme, aber sicherlich einige Sorgen jetzt. Schwanger von einem Typen, der, ja, der dann sagt, er hat Durchfall. Wie gesagt, das ist auch so eine Sache hier. Jeder hat hier eine Meinung, ne? Habe ich auch schon in den Kommentaren gemerkt. Jeder hat dann hier so seine verschiedenen Lieblinge und jeder hat eine andere, andere Sicht auf sowas, ne? Eine andere Meinung oder... Wie gesagt, das ist meine Meinung, ne? Ich bin dann eher so auf Catherines Seite, so eine Catherine. Hey, unsere Bankaccounts! Nein, ich bin dann eher... Aber wie gesagt, ein paar Sachen an ihr stören mich doch schon. Guck mal, die Omas da, wir müssen mal mit denen reden. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? Oh, sorry for staring. Please sit. Sie sind sehr unheimlich. Have you heard this story before? The man who climbs the highest mountain gets his every wish granted. What's that? It said a man climbed that mountain 300 years ago and was given a fortune. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do it as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. A prince who was able to climb a very tall tower gained his princess. Now, what will you gain? Huh? Will you become the man of legends? It's time for us to say goodbye. Good night. See you tomorrow. Diese Damen sind nicht unheimlich, die sind völlig normal. Und die eine ist Lindsay Story, die mir in alten Jahren... Nein, die wird immer noch süß wie eine kleine Feibelmaus sein. Wir bekommen also SMS jetzt von der Catherine. Wie geht es dir? Noch auf der Arbeit? Schon fertig? Ja, ich weiß nicht, was ist jetzt mit dem Ende und sowas alles. Ich möchte auf jeden Fall das gute Ende haben. Es tut mir leid, Leute. Wir können noch gucken, wie wir das dann nachmachen, ob ich eventuell noch ein paar andere dann freischalte, aber... Ja. Was passiert, wenn ich sie anlüge? Nein. Also ich mach mal, sorry, muss los. Ciao. Sie ist ja eigentlich auch total süß, ne? Ich finde die echt super süß und vielleicht auch ein kleines bisschen naiv und so, weiß aber trotzdem, was sie will. Mein Typ Frau wäre es aber absolut nicht. Und ich kann sowas auch nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, sie kann gar nichts dafür. Er hat nicht einmal erwähnt, dass er eine Freundin hat. Ich meine, jetzt traute sich das auch nicht, weil sie hat ihn ja gedroht. Oh Mann, das ist echt schwer, sich da immer so ein bisschen zu entscheiden, ne? So mal an die Mädels, wie hättet ihr euch denn entschieden? Wer wäre euch sympathischer jetzt zu dem Zeitpunkt? Die Catherine mit K oder die Catherine mit C? Würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, ich bin eher so K. Wobei ich C halt auch süß finde und natürlich verstehen kann, dass die Männer C besser finden. Also nicht alle, aber manche. Ja, es ist, ja, aber für mich ist C halt, da muss ich einfach mal B drücken. So. Was habe ich denn da in der Hose? Hallo. Ah, da vorne ein Pärchen sitzen. Setzen wir uns da mal hin. Extremely loose with his relationships with women. Hoppala. I heard his funeral got stopped because women were fighting each other. Well, you can't talk about it like you're unrelated to it. This lovely couple is Daniel and Anna. Hallo Daniel und Anna. Vincent Brooks? What? Do I know you?
It's me, Daniel. We went to elementary school together. What? You don't remember me? Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? Ich habe mich verändert. Ich bin der Erbe. Wow, du hast sehr viel dafür getan. Einfach gewartet. Ich habe doch deine Stimme irgendwo gehört. Ich glaube, wir haben seine Stimme tatsächlich gehört. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. You got me. Eine SMS von Catherine. Oh Mann, ist zu süß. Zu schade. Okay, ich halte mich zurück, aber du bist so ein netter Typ. Arbeit ist wichtig. Arbeite fleißig. Ich bin stolz auf dich. Ach, du kleine Bananenfrau. Du kriegst uns nicht. Ich bleib bei meiner wunderbaren K. Und wenn, dann müsste er wirklich mal langsam ehrlich sein. Sei ehrlich. Speaking of yesterday, you were having a nightmare. I had a strange dream, though I don't remember it well. How about you sleep in your own bed tonight? Or in hers? Anna. Excuse me. You got mail. Geht er. War das jetzt ein Pärchen? Das war ein Pärchen, ne? Und er geht ihr fremd und sie weiß Bescheid. Mein Gott! Es fängt hier so langsam an, ne? Catherine, es tut mir leid. Tut mir leid, vielleicht war ich etwas zu streng. Ich meine, ich habe dich mit Mutterschaftsurlaub und Geld belastet. Aber das ist wichtig, also vergiss das nicht, okay? Es tut mir auch leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken. Na dann, gute Nacht. Und jetzt schicken wir noch ein Bild von uns, wie wir so lachen. Schade, dass man das nicht machen kann. Ist doch so ein Selfie, ne? Wäre echt super. Ach, Leute. Es ist schwer. Es ist auch irgendwie schwer im Let's Play natürlich, weil ich natürlich auch eine persönliche Meinung habe. Hier haben wir gar nicht zurückgeschrieben. Wir schreiben mal Danke, okay? Oh, okay. Es ist ja nicht so, als würden... Okay. Ja, so lieb bin ich aber gar nicht mehr. Ich hätte es natürlich auch ignorieren können, aber na. Und Catherine? Hello. It's me. Oh, hi. Were you upset by what I said today? No, I wasn't. I'm sorry. It's just I didn't know what to say. Yeah, I know. I was being too harsh on you too. And then I got twisted up over it and called you. It's okay, really. All right. That's all. Goodbye. Kein ich liebe dich, kein tschüss und schlaf schön, pass auf dich auf. Ach, es ist doch ein Trauerspiel mit dem Vincent. Ah, hallo. Wer sind Sie? Huh? You gonna bother a cop on his break? Ja, indem wir da, wo er Bier trinkt, ne? That incident. I'm not gonna be much help. But it's men around your age who are dying. So be really careful. You don't seem too interested. Yeah, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. You look tired. Don't get too drunk, okay? Machen wir nicht. You got...
Die Drinks und du, ja, ich weiß. Alle Drinks, die du in der Bar zu dir nehmen kannst, machen dich gleichermaßen betrunken. Wähle deinen Lieblingsdrink. Hier ist ein Geheimnis. Wenn du Alkohol im Körper hast, kannst du dich in deinen Träumen schneller bewegen. Wenn du schon in einer Bar herumrennst, warum die Zeit nicht sinnvoll nutzen und trinken? Bitte, liebe junge Menschen, nehmt euch an diesem Spiel kein Beispiel. Ne? Also das ist jetzt auch nicht wirklich so ernst gemeint. Ich rede mal mit der Erika. Hallo Ronald McDonald. Have you heard about the witch? They say she's behind all these deaths. Wer ist die Hexe? The girl didn't care. They say she can't die. Oh, look at her. They say she doesn't age either. Oh, boy, I'm jealous. Yep, old age is gonna suck. Huh? Oh, you know, arthritis and all that. Ist immer so gemein zu ihr. There are men who act kind, but are just indecisive. Are you talking about me? You'd better straighten things out soon. If she finds out you're dragging this out, you'll really see some blood spill. Actually, that's a tempting thought too. No, it is not. Vince, du wirst sterben. Nein, also ich wollte es jetzt nur, weil sie... Naja. So, Boss. Ach, guck mal, Todd und Archie wieder. Archie. Weißt du, was man als wahrer Mann haben muss? Was soll das? Warum kann ich nur zwischen den dreien hier auswählen? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, was soll das Spiel? Was soll ich machen? Jede Menge Kohle, Macht oder ein Harem. Also, jede Menge Kohle nehme ich sowieso nicht. Macht? Wieso soll man als Mann Macht haben? Über wem? Ein Diktator hat Macht, toll. Ist das jetzt ein wahrer Mann? Nein, ganz bestimmt nicht. Und wenn jemand Macht über eine Frau hat, ist er kein wahrer Mann, sondern echt ein ziemlich armseliger Mann. Einen Harem, ich nehme jetzt einfach ein Harem. Ja, was soll ich machen, Spiel? See, only half a man's worth is in his upward mobility. He unleashes his full potential when he's surrounded by women. That's why a real man shares his love with as many as he can. A real man. Blooming in the shining rays of a man's love. I'm not after women. Then you're after me. Not a chance. Ach ja, wo ist die Hexe, wenn man sie mal braucht? Kein Wunder, dass die Hexe so sauer ist. Man, my head hurts. That's because all you do is play Rapunzel. You should try it. I'm sure that princess is a hottie. She's a bunch of pixels. Seriously. Oh, God. Are you one of those guys who can only get turned on by real-life women? It depends. Die Frage ist, bist du einer dieser Typen, der... Oh Gott, nein, komm. So, also, er wird auf jeden Fall hier ganz wuschig von Rapunzel. Die haben wir ja schon gesehen in der vorherigen, vorvorherigen Folge. Justin. Which do you think are more pitiful, men or women? Also Frauen bekommen ihre Periode, habe ich gehört. Aber Männer sind Männer. Deswegen sind die mehr zu... Also bitte, Spiel, also Zuschauer, Entschuldigung, aber... Was ist das? Ich kann da nichts dafür. Ich weiß nie, was ich antworten soll. Jetzt, Entschuldigung. Jetzt wegen dem Let's Play und überhaupt hier auch. Was ist denn jetzt hier die richtige Antwort? Es gibt keine richtige Antwort. Zu bedauern. Frauen, Männer. Wenn ich jetzt Männer nehme, alle Männer. Wenn ich jetzt Frauen nehme, eine Frau. Obwohl, die würden es wahrscheinlich noch verstehen, weil wenn ich das begründe mit, ja, wir müssen die Kinder kriegen und hier und von wegen, und das tut ja ein bisschen weh, ne? Und dann müssen wir ja immer hier so, und da machen wir immer, surfen wir immer auf der roten Welle, so immer, ständig, sowieso. Ja, keine Ahnung. Was soll ich hier nehmen? Ich nehme dann Frauen. Ich finde nicht, dass wir... You're in the minority. When asked whether they'd like to return as a man or woman in the next life, the majority of people say they'd prefer to be a woman. Man kann die Frage so nehmen oder so nehmen. It's the truth. Extinct. Apparently the Y chromosome is quite useless compared to the X chromosome. So it's possible. And what'll happen to the human race if men go extinct? Maybe there'll be a system where women can fertilize each other and bear children. Men try just as hard to live their lives too. Isn't nature harsh? But on the whole, I think women have it harder.
Being manipulated by stupid guys, being ground down by life. I did something I shouldn't have. What are you talking about? It is the cross I must bear. I think I'll go home for today. My head hurts. Tschüss, Todd und Arschi. Wie gesagt, die Frage ist gerade, habe ich nur nach der Begründung da. Ich hätte. Was? Männer. Dann käme ich jetzt sofort wieder so männerfeindlich rüber und jetzt komme ich wahrscheinlich so, oh, wir armen Frauen, oh, weil habe ich ja meine Meinung zu dem Thema schon oft genug in Let's Plays gesagt. Dass mir das nämlich einfach auf die Nerven geht, dieses. Ach, keine Ahnung. Frauen, keine Rechte. Es gibt natürlich Länder, wo es ist, aber hier können wir uns einfach nicht beschweren. Und ich bin, glaube ich, mehr Mann als viele andere Männer. Was soll da rede ich hier? Ich bin echt ein bisschen müde. Nee, da kann man sich echt hier im Kopf und Kragen reden bei den Fragen. Und ich sage euch, diese persönlichen Fragen da, die wir noch wählen müssen, die werden halt auch nochmal hart. Justin. Perhaps we all deserve pity. Regardless of our genders. I'm gonna head home. Excuse me. Is this late already? Yeah. If I don't go home, I'll make Catherine worry again. Hey. Hey, Vincent. We're all heading home. How about you? Ich muss noch mal ins Bad. I'm sticking around a little more. Need some time to think. Ach, das ist. Oh, jetzt muss ich aber noch kurz mit Erica reden. Still drinking? Quit trying to delude yourself and come. Did I just hear something? Hey, it's Vincent. Come on, let's have a drink. What? Hm? Ma. Da ist sie wieder. Okay, nochmal Erica. Drinking here together. Doesn't it bring back memories? It means we're old now. In high school, I wanted to grow up quick and be free. But now that we're adults, I realize that it's not that easy. No kidding. You guys haven't changed at all, though. You're always hanging out together. I had to laugh when I heard you started working at the same place Orlando does. Well, so what? It was the only place hiring. I'm jealous. What? In the end, you're hanging out with us here, too. I ended up like this because I don't have anyone to love. Where are all the good men? How about boss here? No way. He probably heard that. I made sure to say it so loud just so he'd hear it. Ah, boss. Hey, boss. Ever lose your memory drinking? Oh, did you? Yeah. I had when I was young. Especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has happened. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are preoccupied. Well, just don't worry about it. Guess I won't. Ach, boss. In front of God's work of art, memories are blown away. Don't worry about it. Yeah, I know. Mal kurz gucken. Sie sitzt da. Okay. Moment. Ich hab Durchfall. Ich geh mal kurz kacken. Ist es eine Buse? Ein Busen? Jetzt hab ich's nicht gesehen. Toll. You get it, right? Stage tonight is the Inquisition. Hurry up, you'll be judged there. Am I seeing things? Auf Toilette gehe ich mal nicht, denn wir müssen ja da nicht checken.
told me that. That's embarrassing. What do you want to do today? Actually, I... If you're tired, why don't you ditch work? If you work hard when you're tired, you'll just make more mistakes. That's why you should relax today. Your body knows what it needs. You should listen to it. Ja, ich bin langweilig. I know that you used to think that you didn't want to be a boring grown-up. What? You get nervous so easily. But that's what I love about you, Vincent. What? Oh, am I embarrassing you? So, what do you want to talk about? I'm all ears. So, let's go? Please? Well, I can't go. I have something to do, actually. I have something to do. You don't have to say it twice. Oh je. Da bin ich ja mal gespannt. Hey, are you going home? Ja, und du kommst jetzt aber nicht mit. I have something to do. Already? Well, bye-bye, Vincent. Bleib schön da.